Ach so, sie läuft nicht mehr von alleine. Ich würde also nicht neben den Existenzen da wohnen wollen, wenn da irgendwas schief geht. Oder mein Büro haben. Wenn da nur irgendwas schief geht. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Dann gucken wir mal, was er sagt. Ja, bitte. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500.000 für geleistete Dienste. Kann man was mit anfangen? Neuanfang. Wir lehnen es trotzdem ab. Ich fange ein neues Leben an. Ich will nichts einstecken, was mich an das Alte erinnert. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum. Warum sie. Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Helen. So sehr. Ich okay. Komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden. Ich will Ihnen sagen, was ich hier tue.
Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Ablehnen. Infrawelt, du kannst sie nicht zurückbringen. Tut mir leid. Ich kann das nicht tun. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jody, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Machen wir das? Oder machen wir das nicht? Ich will es eigentlich nicht. Frage, ob ich es machen muss oder ob ich einfach warten kann und es nicht mehr machen muss. Scheinen wir nicht drum rum zu kommen. Sie wollen bei mir sein! Du folterst sie, Nathan! Wenn du sie liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann lass sie endlich gehen! Sie sind längst tot! Längst tot? Der Tod ist gar nichts! Verstehst du mich? Gar nichts! Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Man hat es schon am... Da, so wie die sich da bewegen, da sieht man ja schon, dass sie ihn anflehen. Gehen wir mal. Einfach nur noch raus, heim. Freiheit. Da hält uns, glaube ich, nichts mehr. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen.
Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jodie. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon? Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Tolle Idee. Es sind nicht nur Seelen. Ich hab den Tod besiegt, Jodie. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Nee. Alles wird gut ausgehen. Ich hab da so meine Zweifel. Ja, ich bin dabei. Schnell. Ich wollte dir das Ding aus der Hand ziehen. Wo ist der Rest vom Team? Vince Shit. Und Nick? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Cole hier. Hallo? Hallo? Kann ich noch irgendwas tun? Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen?
ist los, Aiden? Wo ist Jody? Wie kann ich den Weg zeigen? Gut. Und jetzt? Hier lang. Dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Würde ich gerne. Tisch 42, hallo. Sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Geht sie durch. Danke. Schnell, Aiden. Führ uns zu Jody. Ja, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir gut. Und jetzt? Jody retten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.